Hallo Kackbratzen. Heute ist ein großer Tag in der Geschichte des jämmerlichen Kanals, denn es ist das allererste Mal, dass wir hier über ein Atari Jaguar-Spiel sprechen. Es heißt sogar, dass dieser Titel sogar eines der besten überhaupt auf dieser bedauerlichen Konsole war. Das muss allerdings lange nichts heißen, denn erstens hatte das Atari Jaguar das lange und erfüllte Leben einer Eintagsfliege und zweitens gab es gerade mal 3 Spiele, die wirklich originell und nicht ganz so scheiße waren. Und überhaupt. Wer um Himmels Willen wollte schon mit so einem Monster von Controller zocken? Heute dreht sich alles um den MechWarrior Clone Iron Lung. Um den MechWarrior Clone Iron Soldier. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass heutzutage die große Mech-Welle sehr stark abgeflacht ist. Das letzte gute Spiel mit übergroßen Kampfrobots war wohl Titanfall auf der Xbox One. Ohne Scheiß, ich habe den Titel damals rauf und runter gezockt und das, obwohl ich wohl der schlimmste PlayStation-Fanboy aller Zeiten bin. Aber Wurst, das führt uns jetzt vom Thema weg. Titanfall 2 war jedenfalls Käse und auch wenn ich PlayStation-Fanboy bin, habe ich auch eine Xbox. Nur falls sich von euch jemand diskriminiert fühlen sollte. Also, MechWarrior jedenfalls, das vor jetzt knapp 102 Jahren veröffentlicht wurde, hatte natürlich unendlich viele Nachahmer. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Atari suchte händeringend nach einem Titel für ihren Rohrkrepierer Jaguar, damit sich wenigstens 5 Leute diese Konsole kaufen und sie nicht komplett wie Blei in den Regalen liegt. We must stop the evil war machine that's crushing our cities. Ich hoffe, ihr habt genug WD-40 dabei, denn eine rostige Kette wird euer geringstes Problem sein. Dabei hat das Spiel sogar eine ziemlich interessante Story. In einer weit entfernten Zukunft hat ein Konzernriese namens Iron Fist fast den kompletten Planeten erobert und hält somit nun einen Großteil aller Städte mit Hilfe des eigenen Militärs unter Kontrolle. Um die Menschenmassen besser überwachen zu können, ohne dabei lebendige Einsatzkräfte zu opfern, entwickelte man den Iron Soldier, der zufälligerweise namensgebend für das Spiel ist. Und die starke Militärpräsenz ist auch wichtig, denn in den Städten hat sich eine nicht unterzukriegende Widerstandsgruppe gebildet. Schlimmer noch, dieser widerspenstigen Gruppe ist es gelungen, einen dieser Iron Soldier-Einheiten zu klauen. Als Spieler schlüpft man nun in die Rolle eines unerschrockenen Piloten, der sich hinter das Steuer des ausgeliehenen Iron Soldier, um dem Megakonzern nicht nur mit den eigenen Waffen zu schlagen, sondern um ihnen die Iron Fist mal kräftig in den Arsch zu schieben. Man darf sich auf eine wilde Achterbahnfahrt über 16 Missionen freuen, in denen man wilde Hubschrauber wie Mücken zerschlägt, Panzer unter seinen Füßchen begräbt und man auch jede Menge Granaten in die Menge wirft, um für eine bombastische Stimmung zu sorgen. Das klingt nun nach einem knallharten Actionspiel, aber auch wenn das überraschend klingt, verbirgt sich unter der harten Schale sogar ein wenig Strategie. Und das beginnt schon mit der Ausrüstung. Der Iron Soldier ist nicht schon wegen seiner Größe ein furchteinflößendes Ding. Man hat dementsprechend sehr viel Platz für Waffen. So kann man dicke Wummen auf beiden Schultern, Hüften und natürlich in beiden Händen montieren. Die Auswahl reicht von einfachen Erbsenwerfern bis hin zu schweren Railguns und Raketenkanonen. Man sollte somit seine Waffen gezielt auch die jeweilige Mission treffen, um nicht nur gut im Nahkampf seinen Gegner einen auf den Latz brennen zu können, sondern auch über große Distanzen hinweg. Die Missionen werden einem blockweise serviert. Je Block gibt es 4 Missionen, die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden dürfen, und hat man einen Block erfolgreich absolviert, öffnet sich ein neuer Block mit 4 weiteren Missionen. Die Reihenfolge, in der man Missionen spielt, ist komplett egal, trotzdem kann es mitunter vorkommen, dass man die Missionen in einer falschen Reihenfolge spielt und so in einer späteren Mission eine Waffe findet, die man vorher sehr gut gebrauchen konnte. Guti. Sobald man seine Mission ausgewählt hat, kann der Spaß mit dem Iron Soldier beginnen. Jedoch ist genau dies der Moment, in dem euch das Spiel um die Ohren fliegen wird. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass das Spiel an sich so grausam ist, aber die Bedienung ist leider mehr als umständlich. Der Controller des Jaguars ist ungefähr so anschmiegsam wie ein Ziegelstein mit Tasten drauf und entsprechend schwer fühlt sich das Ding auch in den Händen an, nachdem man gerade mal 5 Sekunden gespielt hat. Es gibt zwar eine hübsche Übersicht über alle Tastenfunktionen, aber mal abgesehen, dass der Controller selbst ein Ungetüm aus der tiefsten Hölle ist, ist die Bedienung einfach schrecklich. So drückt man zum Bleistift auf den Knopf, um den Mech in Bewegung zu setzen. Aber damit dieser stehen bleibt, lässt man nicht einfach seinen Wichsgriffel vom Knopf, sondern man muss erneut den Knopf drücken, damit das Ungetüm aus Rost und Altmetall stehen bleibt. Das ist mehr als kontraintuitiv und wenn man nun bedenkt, dass man eine weitere Taste drücken muss, damit man sich dann mit dem D-Pad umsehen kann, möchte man den Controller erst in Brand setzen und dann mit dem Mixer in Staub verwandeln. Warum ist das so scheiße? Das D-Pad hat 2 verschiedene Aufgaben. Entweder schaut man sich damit um, oder man lenkt den Mech durch das Level. Drückt man jetzt in einem hitzigen Gefecht aus Versehen den falschen Knopf, wird man nun nicht auf seinen Feind zielen, sondern vielleicht wie ein aufgeschrecktes Huhn in die entgegengesetzte Richtung laufen. Grundsätzlich kann man die Präzision, die das Spiel vielleicht vom Spieler erwartet, mit dem Plastik-Kackhaufen, den man in der Hand hält, einfach nicht umsetzen. Da dies allerdings das erste Jaguar-Spiel auf dem Kanal ist, wollte ich jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen.
Es gibt vielleicht 16 verschiedene Missionen, aber im Grund sind dann doch alle gleich. Oder vielleicht nur eine Variante der vorherigen Mission. Grundsätzlich muss man alles, was man vor die Linse bekommt, in Schutt und Asche verwandeln. Also nicht nur feindliche Einheiten, sondern auch Gebäude. Denn nur in deren Trümmern wird man Gegenstände wie Versorgungskisten, neue Waffen und anderen nützlichen Kram finden. Man sollte also wirklich alles methodisch kurz und klein hacken, was einem vor die Flinte kommt. Dies ist aber auch nicht so schwer, denn im Prinzip sind die meisten Missionen rund um die Zerstörung von irgendwelchen Gebäuden aufgezogen. So vernichtet man ein feindliches Labor, eine Basis und natürlich geht man am Ende gegen das Hauptquartier der Einfister vor. Es gibt nur ein paar wenige Missionen, die nicht das gleiche Muster haben. Meist gilt es dann, den eigenen Rebellenstützpunkt zu schützen, aber auch hier sollte man alle Feinde dem Erdboden gleich machen. Zu Beginn macht das ganze Zerschmettern auch noch einen großen Spaß, aber schon nach einigen Minuten macht es ganz hinten im Kopf Klick und es folgt das große Erwachen. Das, was anfangs noch Freude gemacht hat, wird plötzlich zu einer unheimlichen, langweiligen und sich ständig wiederholenden Angelegenheit. Am Ende zieht der Schwierigkeitsgrad auch noch schrecklich an. Nicht, weil die Feinde plötzlich schlauer werden, sondern weil man ihnen zahlenmäßig komplett unterlegen ist. Selbst das Zerstören von Gebäuden und das Suchen und Bergen von Reparaturkisten wird zu einer fast unschaffbaren Angelegenheit. Binnen weniger Sekunden wird man umzingelt und in Stücke geschossen. Das Spiel hat jetzt wirklich keine schwere Lernkurve und sobald man den Dreh raus hat, ist Iron Soldier durchaus beeindruckend und zudem befinden wir uns auf dem Atari Jaguar. Und ich will auch nicht sagen, dass das Spiel überhaupt keinen Spaß macht. Man rüstet seinen Mech mit Waffen aus und ein paar Augenblicke später holt man Hubschrauber vom Himmel und zertrümmert gegnerische Panzer, als wären sie aus Pappe. Anfangs habe ich auch erwähnt, dass man auch eine kleine Portion Strategie im Spiel finden wird. Das stimmt auch in gewisser Weise. Denn in den späteren Level, in denen es eine schier unüberwindbare Menge an Feinden gibt, wird man ein klein wenig seinen Grips anstrengen müssen, um seinen Pfad der Vernichtung auch halbwegs gut planen zu können. Was aber nach strategischer Vorgehensweise klingt, bedeutet aber in Wirklichkeit, dass man leider sehr, sehr, sehr oft ein Level einfach wiederholen wird, bis man am Ende auch wirklich siegreich ist. Und man sollte sich auf seinem Weg der Vernichtung stets merken, unter welchem Haus welcher Gegenstand gefunden werden kann. An dieser Stelle ist es wirklich schwer, etwas über die grafische Qualität zu sagen. Es wäre jetzt viel zu einfach, um von irgendwelchen billigen Pappschachteln zu sprechen, die man schlampig bunt angemalt und dann im Level verstreut hat. Mit sehr viel Fantasie erkennt man noch in jedem auch noch so groben Block aus drei Polygonen einen Panzer oder eben einen Hubschrauber. Also sagen wir es mal so, das Atari Jaguar kann Grafik, aber leider halt nicht so schön. Es gibt absolut keine Texturen und das ganze Spiel wirkt so, als ob man lustlos ein paar flache Ebenen zusammengeklebt hat und mit viel Glück kam dann am Ende sogar was dabei raus. Dies hat aber den Vorteil, dass das ganze Spiel aber sehr, sehr flüssig läuft, was jetzt aber auch wirklich kein Wunder ist. Es gibt auch absolut null Details, was soll also schon groß den Spielablauf bremsen. Irgendwer hat mal behauptet, dass das Atari Jaguar 64 Bits kann, aber irgendwie hat man sich damals auch schon diese angeblichen 64 Bits etwas anders vorgestellt. Iron Soldier, only on the 64-Bit Jaguar. Und dort, wo die Grafik jetzt nicht schon das Gelbe vom Ei ist, wird man auch jetzt keinen bombastischen Sound erwarten dürfen. Es gibt keine nennenswerte Musik und auch die restlichen Geräusche sind ziemlich ernüchternd. Ich will jetzt hier niemanden enttäuschen, aber auch der größte Atari-Fanboy muss zugeben, dass das Jaguar jetzt nicht wirklich das größte Ding aller Zeiten war. Mal abgesehen vom Controller. Der war groß, aber so handlich wie eine Herde Elefanten. Mich würde jetzt an dieser Stelle auch sehr stark interessieren, wie viele Leute tatsächlich jemals dieses Spiel gezockt haben und überhaupt ein Jaguar-System daheim hatten. Von daher wird es auch wirklich sehr schwer, nicht nur ein Spiel für dieses fabelhafte Ding aus dem Hause Atari zu empfehlen, sondern auch das Spiel generell. Das Konzept des Spiels ist definitiv ganz gut, auch wenn sich ein Großteil immer und immer wieder wiederholen wird. Trotzdem hat Iron Soldier eine gewisse Faszination, die einem in seinen Bann ziehen wird. Iron Soldier kann jetzt natürlich nicht gegen andere Mech-Spiele anstinken, schon gar nicht gegen jene auf dem PC. Der Strategieanteil ist verschwindend gering und nach 5 Minuten werden einem die Augen bluten. Aber solltet ihr irgendwo im Keller noch ein Jaguar-System haben, dann solltet ihr unbedingt diesen Titel mal wenigstens für 5 Minuten eine Chance geben. Falls nicht, dann gibt es da draußen noch ganz gute Emulatoren. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.